Michael. Frisch gebadet ins Bett. Ist das herrlich? Meinst du, die Kinder schlafen schon? Ich hoffe doch. Ich bin schon ganz scharf. Och nö, immer dasselbe. Wo hab ich dich nur aufgegabelt? Oh, komm schon, damals fandest du mich noch ganz schnittig. Damals dachte ich auch, du seist rostfrei. Das sagt die Richtige. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass du jemals mit mir essen gehst. Wieso nicht? Na ja, schau mich doch an. Mit diesen Zinken... Du kannst dich ja gerne unters Messer legen. Fängst du schon wieder damit an? Aber du siehst so bestechend toll aus. Und ich liebe doch deine Zinken. Was? Du findest, ich hab Zinken? Oh, Schatz. Jede Gabel hat Zinken. Messerwisser! Jetzt dreh dich doch nicht weg. Au, ah, du piekst. Das geschieht dir ganz recht. Was ist denn heute bloß los mit dir? Ich glaube, du verdienst Geld mit miesen Geschäften. Was? Wie kommst du jetzt da drauf? Naja, ich hab gehört, du hättest tatsächlich jemanden geschmiert. Und zwar ein Brot. Aber... Klaus, das Klappmesser hat das noch nie getan. Ja, der ist ja auch... Und Toni, das Taschenmesser auch nicht. Du willst mich jetzt doch wohl nicht mit einem Taschenmesser vergleichen, oder was? Du könntest dir wirklich eine Scheibe von ihm abschneiden. Oh, Gabi. Ist doch wahr. Ach ja? Wer hat denn neulich sogar ein Ei geschlagen? Woher weißt du das? Das hört man an jeder Gabelung. Und dir sieht man deine Taten doch an der Messerspitze an. Ich werde hier gleich zum Gabelstapler. Mama und Papa streiten wieder. Ja, und wir dürfen die Suppe hinterher wieder auslöffeln. Michael! Hey Leute, es gibt noch mehr Folgen von Think Things in meinem Kanal, den ihr übrigens hier abonnieren könnt. Und zwar gibt es einmal den ersten Teil hier mit den Zigaretten, klickt einfach hier drauf. Und den dritten Teil, das ist mit Hammer und Nagel, den seht ihr hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Bis dann, Rock'n'Roll!